Heute ist es also endlich soweit. Nach vielen Jahren, als ich nur im Meer getaucht bin, werde ich heute zum ersten Mal in einem Schweizer See abtauchen. Was mich dort unten wohl erwartet? Ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen nervös, als ich den Blötchen von meinem Tauchbody in die Tiefe folge und mich das mystische Grün umschliesst. Wir tauchen über Seepflanzen, die auch in einem tropischen Regenwald nicht fehl am Platz wären. Und kommen an einem riesigen Feld von Muscheln vorbei, die aussehen, als würden sie dringend wieder mal eine Reinigung brauchen. Ohne Kompass wären wir verloren, da man kaum mehr als 2 Meter weit sieht. Für mich eine ziemlich neue Erfahrung und nicht unbedingt, was ich mir unter dem Tauchgang vorgestellt habe. So langsam aber sicher fange ich mich an zu fragen, was ich da eigentlich mache und wo denn jetzt die ganzen Highlights sind. Gerade als ich meinem Body signalisieren will, dass es für mich doch eigentlich okay ist, jetzt wieder aufzutauchen, taucht vor uns ein grosser Krebs auf. Er posiert richtiggehend für uns, lädt uns ganz nahe an ihn her, sodass wir ihn in all seinen Facetten und Einzelheiten bewundern können. Als es ihm dann nach ein paar Minuten doch zu viel wird, quetscht er sich eher unbeholfen durchs Seegras durch und verschwindet. Kaum drehe ich mich um, zeigt mir mein Body schon den nächsten Krebs. Und noch mal einen. Es sieht so aus, als wären die Krebsen einfach überall. Einige davon schauen uns völlig unbeteiligt einfach an, während sich andere bei ihrem Mittagessen überhaupt nicht stören lassen von uns. Einen davon scheinen wir so zu erschrecken, dass er direkt in die Offensive geht und unaufhörlich auf uns zurennt, bis er mit seiner Schere an einem Grashalm stecken bleibt. Irgendwie herzig. Ein anderer scheint mit einem Müscheli zu kämpfen, das er nicht von seinen Beinen wegbringt. Und es gibt sogar Zauberer unter diesen Krebsen, die sich einfach in Luft auflösen können. Ich bin völlig begeistert von diesen Tieren und erfahre erst im Nachhinein, dass es sich bei den meisten von denen um Signalkrebs handelt. Eine invasive Spezies, die aus Amerika zu uns eingeschleppt worden ist und seither einen Grossteil von unseren heimischen Krebs verdrängt hat. Das war etwas völlig Neues für mich. Gern wäre ich noch etwas länger bei den Krebsen geblieben, aber unsere Luft neigt sich langsam am Ende zu und so machen wir uns auf den Weg zum Ausstieg. Wir kommen an einer kleinen Schule von Eglis vorbei, die sich bei ihrem Mittagessen von uns überhaupt nicht stören lässt. Bisher habe ich Eglis eigentlich meistens mit Fischknusperli in Zusammenhang gebracht. Die kleinen Fische sind unglaublich neugierig, nicht wirklich scheu und man fragt sich schon ein bisschen, wer jetzt da wen beobachtet. Und so geht mein erster Tauchgang in den Schweizer Gewässern zu Ende. Und ich kann es kaum erwarten, das nächste Mal abzutauchen und herauszufinden, was für weitere Begegnungen da auf mich warten.